Alter, was geht ab, Leitung hier? Jetzt gibt's Chinesisch. Weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben soll, was es hier genauso gibt. Ich bin kein China-Experte, aber wir hatten Bock drauf. Der Laden soll gut sein. Seht ihr, offene Küche. Hier wird alles geschnitten. Vielleicht gibt es hier auch irgendwo einer, der die Nudeln so zieht. Schauen wir mal, schauen wir mal. Kartenzahlung ab 20 Euro. Sollte machbar sein. Schaut hier, Leute. Sieht aus wie bei Manx Beef Noodles. Und was haben wir hier so? Eine Menge. Not bad. Boah, schaut's mal, Leute. Sieht sehr heftig aus. Außer, dass ich aus Versehen ohne Nudeln bestellt habe. Aber 4/5 vom Text, von der Beschreibung, waren identisch. Außer halt am Ende steht bei einem Nudel, bei dem anderen nicht. Ist ja nicht mein Fehler. Aber ich krieg die noch. So. Ich habe es einfach verschlungen, aber so sieht es innen aus. Es ist zu viel für einen Löffel. Deswegen halt mal auf. So, Leute, ihr habt nichts gesehen. Kurz Schock bekommen, Mann. Weil das ist sozusagen noch eine Portion. Aber ohne nichts. So. Schauen wir mal, Leute. Probieren wir erstmal die Brühe. Ich hätte einfach deine Nudeln essen sollen und nicht nochmal Nudeln bestellen. Lecker. Aber nicht umwerfend, sondern einfach sehr solide, sehr, sehr stabil. Gib mir mal deinen Teil und probier das hier jetzt gescheit. Und nicht in deines. Was? Penguin schmeckt besser. Klar. Aber es ist lecker. Definitiv.
Schauen wir uns mal deins an. Ganz saftiges Stück Fleisch. Hoffentlich ist es so zart wie bei Chia Chia. Sollte schon zart sein. Okay. Ja. Hm. Noch nicht zart genug. Nein, das nicht, aber echt. Ist nicht schlecht. Kommen wir zu den extra Nudeln. Wo es eigentlich doch besser gewesen wäre, wenn ich sie nicht bestellt hätte. Also es war schon gut, dass ich sie nicht bekommen habe. Weil du mich gedrängt hast, Mann. Was? Weil du mich gedrängt hast, dass ich, dass ich die Nudeln vergessen habe. Oh, Idee, oh, Idee. Ja, frag doch. Du so, ja, ohne Nudeln wirst du nicht satt? Hast du selber gesagt? Ja, ich muss ja nicht satt werden. Wir können woanders hin. Du hast doch gesagt, ohne Nudeln wirst du nicht satt. Und du hast erwartet, dass es mit Nudeln. Ja, aber das ist ein Universum. Gott hat mir ein Zeichen gegeben. Hey, wir brauchen keine Nudeln. Das sonst ist too much. Ich habe mich gegen das Universum entschieden. Follow the signs. Nein, stimmt nicht. So? Du hast schlussendlich auch selber entschieden. Ja. Ich habe mich gegen das Universum entschieden. Es wollte, dass ich keine Nudeln esse, sondern nur deine. Die hier finde ich extrem lecker. Finde ich auch sehr gut. Die Nudeln, auf die kann ich verzichten. Mhm. Also das hier wäre echt perfekt für mich gewesen. Warum habe ich die Nudeln bestellt, Leute? Warum? Das wäre echt perfekt gewesen. Und das wäre mit Nudeln. Aber die Nudeln braucht man nicht. So ist perfekt. Das hier schmeckt geil. Also ich soll angeblich die Kamera anmachen. Was ist los? Erzähl den Leuten. Warum isst du kein Gemüse? Er schmeckt nicht und ist unnötig. Was? Er schmeckt nicht und ist unnötig. Ich mag kein Bok Choy. Es füllt nur. Ich bin kopiert. Es hat keinen Grund. Es hat kein Existenzdasein. Nutella hat auch keins. Doch, Geschmack. Das hat doch auch. Aber keinen guten. Hä? Genau, immer nur einer. Und Thüren packt Choy sauer. Sau ist was anderes. Aber in Suppe ist doch keine Suppe, ist kräftig, wer das. Jetzt hab ich schon. Sie haben die? Ja, ich würde. Konntest du mir früher sagen? Jetzt hab ich schon alles drauf. Ach so, deswegen. Das ist eine Ausrede. Das musst du jetzt nochmal sagen vor der Kamera. Hallo, wir hören dich. Respekt. Danke. Geschafft, du hast die Nudeln Maschine. Geschafft. Wortwörtlich, ja? Das ist auch gar nicht so viel. Also ich hätte. Nochmal? Das Problem ist, mein Mund, mein Gaumen ist voll. Mein Magen nicht so. Also, ich habe genug vom selben Geschmack. Ach so, wenn jetzt ein Burger oder Fried Chicken da wäre, das könnte ich noch verdrücken vom Platz her. Aber wir gehen auf die KFC. Du gehst zu KFC. Aber vom Gaumen her, Taste Fatigue, Leute. Das letzte, Leute. Auch das ist reserviert, weil es sieht so nach hinten geschoben aus. Das ist ein Video. Manchmal finde ich in dem Archiv irgendwelche Fotos. Erinnerung. So, schauen wir doch mal, Leute. Smash Croissant. Ihr wisst, ich bin der Smash Burger Experte in München. Nur 2,90, also normaler Preis für ein Croissant. Cookie 7,90. Da war ich nicht der Einzige, der über diesen Preis entsetzt war. Auch einige in den Kommentaren.
Es schmeckt mir besser als der Cookie. Das Problem ist, mir schmeckt nur diese Seite. Wenn du jetzt dann hier reinbeißt, hast du einen trockenen Croissant einfach. Ich habe gar nicht viel zu sagen. Wir haben so einen Asiaten, so einen Chinesen abgecheckt. Der soll ganz gut sein, aber... Also war gut, aber ist jetzt nichts... Der hat jetzt nichts Besonderes. War solide, kann man gerne hin, aber war jetzt kein Wow. Hat jetzt kein Eyecatcher, kein Clickbait. Irgend so ein Chinese mit solidem Essen. Smash Croissant auch solide. Das ist ein Eyecatcher, das ist ein Clickbait, aber ja, kann man machen. Gibt's bestimmt bessere. Das war's von mir, Leute. Ich schneide jetzt ein Video für die Mine. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem Krypto-Kanal der Mine. Serious Business und ciao.